Thema digital versus social. Ich habe mir eine Einstiegsfrage, um das Thema ein bisschen ranzuführen, habe ich mir überlegt, aber dann gerne möchte ich das Mikrofon weitergeben und dass wir halt per Handzeichen einfach dann 5 Fragen stellen können. Social ist ja immer so ein bisschen, wird ja immer ein bisschen als Ableger von digital gesehen, als Anhängsel hintendran. Aber was ist eure Meinung? Welche Bedeutung sollte Social eigentlich haben? So, und da fangen wir bei der Susanne an. Ich habe im Vorfeld mir überlegt, dass dieses digital versus social für mich eigentlich in der Form gar nicht stattfindet. Und die Maßnahmen, die wir realisieren, eigentlich Maßnahmen von Beziehungskommunikation im Zeitalter von sozialen Netzwerken sind, also in einer vernetzten Zeit. Und insofern ist alles, was wir tun, zahlt alles, was wir tun, auf Vernetzung und soziale Vernetzung ein. Also nicht nur auf Seiten des Konsumenten, sondern auch auf Seiten vor allen Dingen auch der Unternehmen. Also ich würde ja mittlerweile viel lieber über das Alter von Wolfgang reden, als Social versus... Das hatte ich nachhaltig studiert. Ich mag das, dass die Frage provokativ ist, irgendwie Social versus Digital. Ich glaube, dass Digitales oder Social es schwer haben wird in Zukunft, weil wir so viel Aufmerksamkeit, wie wir jetzt die ersten, mittlerweile ja ungefähr 8 Jahre bekommen haben, in Zukunft nicht mehr bekommen werden. Das ist meine feste Überzeugung. Sondern wir werden uns eben also reinmändeln in die unterschiedlichen Abteilungen und irgendwie, also da werden wir das erste Mal mit der Wirklichkeit konfrontiert werden, nämlich also mit einer Mischung aus Ahnungslosigkeit, Desinteresse bis eben also offener Ablehnung. Und wenn wir das aber nicht schaffen, irgendwie, dann werden wir in Zukunft vielleicht uns selber gegenseitig noch zustimmen, aber nicht mehr die Relevanz haben und auf jeden Fall auch nicht mehr diese Innovationsmaschine sein können, die wir aktuell wahrgenommen werden wollen vor allen Dingen. Also ich bin weiter der Meinung, dass eigentlich der wirkliche Proof of Concept, was kann Social Media eigentlich für die Unternehmen leisten, immer noch nicht so richtig geliefert ist. Es ist immer noch irgendwie so ein halbes Stückchen Hoffnung, ja, aber das wird ja alles. Also Facebook hinterher. Das war genau eine Minute. Wir dachten, wir wären uns ganz einig. Ja. Bin ich jetzt mal nicht mit dir, okay. Zumindest. Ich glaube, Social verhält sich zu digital so wie PR zu Werbung. Jetzt habe ich noch 40 Sekunden. Ne? heißt, es ist sozusagen der Resonanzraum der gesamten Kommunikation sozusagen in diesem digitalen Raum, und die Rolle, die Social eben bei modernen Digitalkommunikationskonzepten hat, ist, dass es moderne Digitalkommunikation ohne, dass der Resonanzraum Social Media von vornherein mitgedacht und mitgeplant wird, nicht mehr geben kann heutzutage. Und das merken wir an allen Ecken und Enden. Die besten PR-Konzepte europaweit kommen aus Werbeagenturen heutzutage. Die viele gute Social-Konzepte kommen aus klassischen Digitalagenturen. Viele gute klassische Digitalkonzepte kommen aus Agenturen, die eher aus der Social-Ecke kommen und so weiter. Das heißt, die Sachen wachsen zusammen, so wie Werbung und PR zusammengewachsen ist. Und PR als Resonanzraum von Werbung halt heute eine Schlüsselfunktion hat, hat heute Social eine Schlüsselfunktion auch bei allen anderen digital Kommunikationsmaßnahmen, seines Banner, seines klassische Response-Elemente und so weiter, die ja alle mit in digitale Kommunikation reinziehen. Hat schon einer eine Frage? Gut, dann stelle ich noch eine Frage, aber dann bitte ich um Fragen aus dem Publikum. Wenn der Wolfgang jetzt sagt, Social ist, hat vor allen Dingen die Funktion, den Resonanzraum aufzubauen, bereitzustellen, wenn ich das mal versuche so zusammenzufassen. Was ist daran einfach noch sexy, wenn es nur darum geht, sozusagen hier so ein bisschen Resonanzraum zu schaffen? Reicht das aus? Marc. Was reicht aus? Also einfach nur ein Resonanzraum. Resonanzraum würde ich jetzt verstehen. Wir machen da eine schöne Facebook-Seite, wo wir eine Dialogkultur einführen, wo wir es schaffen, sozusagen, dass der Kunde sich öffnet, mit uns auf Augenhöhe kommuniziert. Ist das spannend genug, um da im Social Web was zu reißen?
ich gebe die Frage mal weiter. Also ich ziehe meinen Joker. Ich würde da nochmal zurückgehen zu dieser breiten Definition, die ich aufgemacht habe. Also weil mir eigentlich diese Social-is-Facebook-Kommunikation ein bisschen zu eng ist. Also, und ich glaube, da sind wir uns doch ein bisschen einiger, als du das vermutest. Also diese Einbettung von Kommunikation, Unternehmenskommunikation, Produktkommunikation in das Soziale, in eine Soziologie statt einer reinen einer Push-Kommunikation, also sei es auf Kundenseite, sei es auf Unternehmensseite, ist eigentlich der Layer, der über der Gesamtkommunikation liegt und überhaupt gar nichts mit einem Kanal zu tun hat, also und schon gar nicht mit Facebook. Also wir sehen das ja an der Sozialisierung von Produkten, von Services, von, also wir sind halt in einem Zeitalter, wo sich ganze Unternehmenskonzepte durch die Digitalisierung und Vernetzung und soziale Vernetzung ändern. Und da ist es ein bisschen kurz gegriffen, wenn wir Social auf dem Kanal beschränken und uns nicht überlegen, wie werden Produkte sozial, wie werden Services sozial, wie wird das auf der Unternehmensseite sozial, weil ich muss ja auch ein soziales Ökosystem im Unternehmen bauen, um überhaupt diesen Dialog, der mehr als ein Resonanzraum ist, als ein Widerhall, sondern eigentlich auch mit in die Produktentwicklung, Ideation etc. reingeht, überhaupt zu bauen. Fast eine Minute. Da sind wir jetzt aber, da drehen wir jetzt an dem großen Rad, dass wir erstmal den großen Kulturwandel brauchen. Ja. Also darauf kann ich besser reagieren. Also Social Media ist halt Kommunikation und Kommunikation ist kein Selbstzweck. Und das wird von allen vergessen. Das wird von den Social Media Beratern und den Agenturen genauso gerne vergessen wie von den Werbeagenturen. Aber am Ende muss halt was dabei rumkommen. Und irgendwie, also wir müssen halt Mehrwerte schaffen. Und das Problem der Mehrwerte ist halt, Kommunikation ist kein Mehrwert, sondern es ist ein Mittel, um Mehrwert zu schaffen. Und die Mehrwerte, die liegen halt, um da auf mein Silo-Bild nochmal wieder zurückzukommen, die liegen halt in den Fachabteilungen. Mhm. Na, in einem besseren Kundendienst, in besseren Produkten, in besseren Resonanzzyklen und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen Social Media in diese Abteilung tragen. Alleine wird es halt schwer, weil eben also Kommunikation verpufft in dem Moment, wo sie eben gesagt worden ist. Und diese Budgets, die gibt es eben noch, aber ich bezweifle, dass es sie weitergeben wird. Es sei denn, es geht eben also wirklich um klassische Marketingkampagnen irgendwie, also die werden natürlich irgendwie immer noch einen Social-Anteil haben, aber die Unternehmen werden verlangen, dass sie eben also den ROI, ich habe es jetzt gesagt, auch bei Social Media sehen. Also wir haben bestimmt seit 18 Monaten kein einziges Briefing in irgendeiner Kommunikationsdisziplin bekommen, das nicht alle drei großen Kommunikationsdisziplinen, würde ich jetzt mal nennen, also irgendwie was mit Social, irgendwas mit PR und irgendwas mit Werbung beinhaltet. Also vielleicht liegt es an unserer Agentur, dass wir das nicht mehr kriegen, aber grundsätzlich gibt es nach meiner Wahrnehmung diese extreme Trennung so nicht mehr. Deshalb wäre ich auch skeptisch, was das Abschmelzen von Etats angeht. Ich glaube, es wird keine reinen Social-Etats, keine reinen PR-Etats auf Dauer mehr geben. Das merken wir ja auch bei den einzelnen Plattformen und insofern danke auch nochmal für den Hinweis, es geht nicht um Facebook, aber genau bei der Frage, was ist jetzt eigentlich digital und was ist Social, das merkt man ja bei der meines Erachtens zurzeit wichtigsten Plattform in der Kommunikation, nämlich YouTube. Ist das Social Media? Ja, auf der einen Seite ja. Können wir da mit irgendwie unserem Wir wollen Dialog oder was weiß ich, irgendwie was reißen? Nein. Genauso ist es dann auch wieder bei so einer Plattform wie Facebook, kann ich heute ohne signifikantes, ich sag mal, Minimum vierstelliges Mediabudget bei einer mittelgroßen Seite in Deutschland irgendetwas reißen? Nein. Das ist eine Entwicklung, die wir auch in anderen Kommunikationsdisziplinen haben, auch in der PR haben wir das schon länger, dass ich ohne dann auch wieder Produktionskosten, Zuschüsse oder sowas zu geben, im Grunde kaum noch was reißen kann. Und insofern wachsen diese Aspekte zusammen. Und gerade wenn man sich die Entwicklung bei so etwas wie YouTube anschaut, also das, was wir alle hier sozusagen aus eigenem Erleben kaum kennen, außer wenn wir jugendliche Kinder haben, ne? So, dann sieht man, dass wir mit unseren Begrifflichkeiten von hier entsteht Revolution, hier wollen die Leute mitreden, hier ändern sich Produkte, einfach nicht mehr weiterkommen bei neueren Plattformen, die wir unter Social Media subsumieren und dass sozusagen diese reine Lehre der ersten 8 Jahre einfach überhaupt nicht mehr greift. Das ist klassische digitale Kommunikation, bei der wir wissen müssen, wie Resonanzen und Aufschaukelungsmechanismen funktionieren, wenn es keine Einbahnstraße ist. Digitale Kommunikation ohne Social Skills wird nicht möglich sein. Wir sprengen dein Format. Ja, da kommen jetzt an die Fragen.
Ja, ich würde gerne eingehen auf die Sache, die du, Sie gesagt haben, Wolfgang, nee, wer war das? Marc. Und zwar. Wir sind sehr ähnlich, aber. Das Alter ist ja auch ähnlich. Waren beim gleichen Friseur wahrscheinlich. Und zwar ging es ja darum, das tut jetzt einfach mal, dass du meintest, Social Media muss auch irgendwann diese Performance bringen, es muss der ROI erreicht werden. Das ist ja immer noch ein sehr kontroverses Thema. Also was ist der ROI von Social Media? Also wenn das mit dem ganzen digitalen Kanälen einfach vergleichst, ja, ob es jetzt SEM, SEO ist, was auch immer, das ist ja wesentlich schwieriger zu belegen, was machst du da. Ja? Also meiner Meinung nach ist es auch ein Brand-Kanal einfach. Und wie willst du das im ROI widerspiegeln? Also was ist da eure Meinung dazu? Ist ja nicht nur ein Brand-Kanal. Also du kannst ja in Social Media auch Sales betreiben, also, und du kannst es sehr wohl messen. Das kommt natürlich immer drauf an. Also nicht jeder Kunde verkauft was auf Facebook. Also wir betreuen zum Beispiel Lufthansa und da können wir sehr wohl von Facebook auch Klicks auf Postings verfolgen bis in die Ticketbuchung. Und da kannst du so sehr wohl Messungen anstellen. Das gibt dann natürlich, also du hast dann also mehrere Ziele. Also das ist ja immer ein Set an Zielen, was man für die meisten Kunden auch in sozialen Kanälen verfolgt. Also da ist meistens sowas wie Brand bei Awareness oder Sales. Also das ist meistens ein gesamtes Set an Zielen. Also ich find's schwierig, tatsächlich habe ich ja auch in der Vergangenheit hin und wieder gemacht, das aufs Thema ROI zu reduzieren, abgesehen davon, dass wir Kommunikatoren in der Regel nicht wissen, was das ist. Mhm. So und deshalb bei den Controllern auch auf taube Ohren stoßen, weil die dann nämlich was anderes drunter verstehen. Mhm. Man muss, also alles, was wir in Social Media machen, ist messbar und alles muss mit Zielen hinterlegt sein und dann können wir messen, ob diese Ziele erreicht werden oder nicht. Also es geht eher um KPIs, Key Performance Indikatoren, als um ROI. So, also wenn wir uns darauf einigen könnten, wären wir hier einfacher dran. Das ist eines. Das zweite ist, wer Social Media auch unter so etwas wie Return on Investment und eben unter Key Performance Indikator Gesichtspunkten isoliert zu betrachten, ist immer gefährlich. Und das ist das Problem, vor dem sozusagen dann Spezialagenturen hin und wieder stehen, dass sie sozusagen im Wettbewerb zu anderen Kommunikationsdisziplinen das definieren müssen. Da ist es der Trend bei Unternehmen und bei Marken, das eben tatsächlich über eine zentrale Kommunikationscontrolling abzubilden, hilft uns da sehr, weil dann nämlich das ein Aspekt ist und dann kann ich definieren im Gesamtkommunikationskonzept, was die Rolle von Social Media ist. Und das kann mal Brand sein, das kann Awareness sein. Wir haben durchaus Kunden, bei denen ist es, dass es der dritte Kontaktpunkt zur Markenbotschaft ist. Das heißt, da haben wir überhaupt gar keine harten Ziele, sondern lediglich Reichweite-Ziele, weil klar ist, dass irgendwie drei Kontaktpunkte notwendig sind, bevor man realistischerweise von erfolgreicher Markenbotschaftspenetration reden kann oder wie auch immer. Wir haben Kunden wie eBay, bei dem wir zeigen können, dass über die Facebook-Seite jeder investierte Euro inklusive Agenturenhonorar, Werbung und so weiter zu 300 Euro Zusatzerlösen auf der Plattform führt, die man sonst nicht erreicht hätte. Das ist ein glasklarer ROI, aber das ist nicht normal, sondern das hängt immer davon ab, was die Rolle ist. Also Reichweite, also ich übersetze immer also Bekanntheit und Branding und sowas eben, also vor allen Dingen erstmal mit Reichweite irgendwie plus eben Inhalten, die dann zu definieren sind. Also im Wesentlichen schließe ich mich Wolfgang an, dass viel Wahres dran. Wichtig ist, die Marketingabteilung hat eben eigentlich gar keine klaren Ziele außerhalb der gängigen KPIs, also der gängigen, wir wollen Reichweite, wir wollen Fans, wir wollen Follower. Was völlig anderes ist, wenn man in die E-Commerce-Abteilung oder eben in den Vertrieb oder sowas reingeht, da geht es dann eben wirklich um harten Sales und da fällt es meistens, also wenn man nicht so klare Connections hat, eben, also ich habe einen Link und eben also leite in den Shop, fällt es verdammt schwer, irgendetwas Richtung Lead oder Richtung Umsatz eben zu rechnen, weil die Wege halt mannigfaltig sind und Social Media ist eben einer der von vielen Kontaktpunkten. Und
Meine Erwartung ist jetzt aber, dass eben also aus diesen Abteilungen viel stärker die Nachfrage nach Social Media kommen wird, weil eben die anderen Medienkanäle schwächeln und eben also die User selber natürlich weiter in Social Media aktiv sind. Das heißt, der Erwartungsdruck von Social Media eben also abverkaufen zu wirken, der wird massiv steigen und eben also die Bereitschaft quasi immer die Branding-Variante zu nehmen, die wird halt sinken und das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Und da ist Kommunikation, wenn ich eben Social Media, kann ich eben nicht mehr auf Kommunikation reduzieren, sondern ich muss eben also genau gucken, wie kann ich meinen Anteil dazu beitragen, dass ich eben den Umsatz dieses Unternehmens steigere. Und da reden wir über völlig andere Projekte und da sehe ich uns eben aktuell gerade an einer gewissen Schnittstelle. Und das kann ich zum Teil auch nur über Ausschlussverfahren machen. Wie meinst du das? Ja, ich habe eine Frage. Wir bei WD, wir sind eine relativ große Company, okay? Wir sind uns am Überlegen, ob wir Teile der Belegschaften mit einbeziehen sollen, dass die bloggen gehen, dass die sich auf Facebook betätigen und so weiter und so fort. Nun, das sind ja keine Kommunikationsprofis wie wir alle sind. Habt ihr Erfahrungen von euren Kunden gemacht, dass das klappen kann? Weil das Potenzial ist ja riesig, wenn man sich überlegt, die kennen ja alle die Unternehmung in Outside. So, wir sind uns das am Überlegen. So, die Sanja nebenan war besser im Timing, also haltet euch bitte kurz, ich sehe schon, wir sind zum Wandeln. Ganz klare, es kommt drauf an, Antwort. Ja. Es kommt darauf an, also es hängt davon ab, inwieweit wir davon ausgehen können, dass zum Beispiel in eurem Unternehmen Menschen, wenn sie sich mit Freunden unterhalten, substanziell, positiv, hilfreich übers Unternehmen reden, dann bietet sich auch an, sowas wie Social-Media-Kanäle zu öffnen. Es gibt dafür Beispiele, es gibt auch Beispiele dafür, Menschen zum Bloggen zu ermutigen. Das wird aber immer nur maximal 1% der Belegschaft sein. Ich würde das auch wieder abhängig machen von den Zielen, die dahinter stehen. Also was ist das Ziel, die gesamte Belegschaft einzubeziehen? Also sagen wir mal, und dann ist es auch eine Wenn-Dann-Frage. Also wenn die wirklich einen effizienten Beitrag zur Gesamtkommunikation oder zu der spezifischen Zielsetzung zu setzen haben, ja. Wenn ich eine spitze Markenkommunikation machen will, wo eine gewisse kommunikative Kompetenz oder eine Brand-Tonality gefragt ist, würde ich sagen, nein. Also hängt davon ab. Also kann ich nur bestärken, zwei Sätze dazu. Also Social Media selber skaliert ja nicht, wenn ich eine Social Media Abteilung habe. Skalieren tun Kunden und Mitarbeiter, davon hat man meistens mehr als eben also Beauftragte dafür. Deswegen ist es eigentlich zwingend notwendig, mehr Leute in diese Kommunikation einzubinden, sofern es eben wirklich ihren Aufträgen entspricht. Das heißt also, der ganze Kundendienstbereich muss diesen Weg machen. Der ganze Bereich Produktmarketing muss diesen ganzen Weg machen. Es hängt sehr stark von der Abteilung ab. Wenn es eben eine Kundenorientierung in dieser Abteilung gibt, definitiv ja, ansonsten würde ich das sein lassen. Schön. Eine letzte Frage. Ja, ich schließe mich gleich mal an die Vorfrage an. Mein berufliches Thema ist eher die Sicht nach innen ins Unternehmen, also das, was man so Enterprise 2.0 nennt. Da sind wir jetzt zwar auch schon ein paar Jährchen dabei, aber für mich ist immer noch eine offene Frage, wie bringt man diese beiden Felder zusammen? Ja, also bei mir, wenn ich mit Unternehmen spreche, heißt es eher nicht social, sondern heißt es eher partizipativ, weil vor social haben die eher Angst, gerade in der deutschen Übersetzung in einem Z geschrieben. Aber diese Frage, wenn es um Produktinnovation geht, wenn es darum geht, Marketing, Vertrieb, F&E einzubinden in das, was von außen sozusagen aufs Unternehmen zukommt, habt ihr Erfahrung mit den Großunternehmen, wie man sowas eventuell auch steuern kann? Weil die Antwort eben hat sich so angehört, als ob man die Mitarbeiter, sag ich mal, loslässt, als ob man sie ermächtigt, selber aktiv zu werden? Oder muss man da eine Redaktion zwischenschalten? Gibt es da ein Tooling? Das wäre so die Frage. Also wir haben mit sowas am Rande zu tun, weil wir viele Unternehmen betreuen, die jetzt nicht einfach was auf Facebook machen, sondern wo hinten dran diese ganzen Prozesslandschaften hängen, Innovationszyklen oder wo es verteilte Organisationen sind, die nicht zentral gesteuert sind und wo man Service optimieren will, also wo man beispielsweise hinten dran versuchen muss, das verteilt zu kriegen über die Organisation.
das, was ich so kenne aus der Diskussion, und das halte ich für wirklich relevant, ist, man braucht dazu wirklich eine eigene Strategie und ein Konzept und man kann das nicht loslassen. Sondern man muss eigentlich genauso rangehen wie für die Social-Strategie nach vorne, also Frontstage, auch eine Backstage-Strategie haben und dafür ein Team aufsetzen, dafür redaktionelle Prozesse haben, weil die Kommunikation passiert ja auch nicht von selber. Dafür muss auch sich jemand einen Hut aufsetzen, muss das befördern. Und das ist auch ein Prozess und man muss, denke ich, gerade für den internen Prozess, das ist meine Erfahrung, sehr viel Geduld mitbringen. Also die Einzelabteilung mit an Bord zu holen. Das geht dann um neue Prozesse zu implementieren. Also eine lustige Idee, eine Ideation im Bankensektor, denkt euch ein neues Produkt aus, bedeutet halt hintendran so viel anderes für die Organisation, worauf die eigentlich nicht eingestellt ist, dass es ein sehr langwieriger Prozess ist. Und es ist dazu auch tatsächlich ein Prozess der Organisationsentwicklung. Jedenfalls so bei den, ich sag mal, Social Intranet-Projekten in Großunternehmen, die wir begleitet haben bisher, ist es eben nicht damit getan, eine SharePoint-Installation zu machen. Ja, nee. Sondern das hat halt einen sehr, sehr großen Rattenschwanz. Das fängt damit an, dass das mittlere Management faktisch entmachtet wird durch eine neue Kommunikationsstruktur, weil die einen großen Teil ihrer Macht beziehen durch kaskadenförmige Kommunikation. Das heißt, ich habe hier einen signifikanten Bremsklotz in jedem Social-Projekt in einem komplexen Unternehmen. Dazu kommt, dass in der Regel die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn etwa 50% der Erwachsenen in diesem Land einen Facebook-Account haben, also ein großer Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihren privaten Smartphones bereits soziales Intranet spielen auf Facebook. Insofern ist auch da die Frage, wie will ich dagegen anstinken? Also die Erfolge von klassischen Intranets werden in etwa genau, also die Erfolge von neuen sozialen Netzwerken im Großunternehmen werden genauso groß sein wie die der klassischen Intranets. Mhm. Wenn es nicht durch eine Organisationsveränderung und durch eine Kulturveränderung begleitet wird. Wenn wir es jetzt nochmal eingrenzen auf die Digital- oder Social-Marketing-Aktivitäten. Wir sprachen, also der Marc hatte ja vorhin angebracht, dass wir jetzt viel integrierter denken müssen, hatten wir auch heute Morgen schon in der Keynote. Braucht es dafür den Kulturwandel? Nein. Der ist da. Susanne? Marc darf gleich noch eine Langantwort geben. Ja, auf jeden Fall. Also weil eben verschiedene Abteilungen zum Beispiel zusammenarbeiten, die nicht sonst zusammenarbeiten. Also Produktabteilung mit Kommunikationsabteilung beispielsweise. Das ist ein Kulturwandel, würde ich schon sagen. Also definitiv ist der Kulturwandel nötig. Ich behaupte aber, er wird nicht geschafft. Ja. Das schaffen die Unternehmen einfach nicht. Sie schaffen es nicht. Also auch ganz kurze Antwort, hast du ein fehlertolerantes Unternehmen, ist viel möglich. Hast du ein fehlerintolerantes Unternehmen, ist gar nichts möglich. Und zwar wirklich wortwörtlich gar nichts. Und ich glaube, es tut den Unternehmen noch nicht weh genug, was da an Veränderungen über die Kunden in die Unternehmen reinschwappt. Und wenn es erstmal richtig wehtut, ist es eigentlich zu spät, weil dann gibt es innovativere Unternehmen. Also gucken wir uns Nokia an. Das werden wir in vielen anderen Bereichen erleben. Und ich glaube nicht an die Wandelfähigkeit von Kulturen, Ausnahmen ausgeschlossen, also enthalten. Es gibt Sondersituationen, aber generell gehen die Unternehmen lieber unter, als dass sie sich kulturell wandeln. Und Social Media ist ein wunderbares Mittel, um das auch sichtbar zu machen. Aber eben nicht mehr. Hä? Also ich würde sagen, es macht eben nicht wesentlich mehr als das sichtbar. Ach so, ja. Es ist eben nicht, meines Erachtens nicht der Treiber des Wandels, sondern nur der Katalysator. Prima, vielen Dank euch dreien. Einen Applaus für meine Kandidaten. Und ich musste feststellen, dass ich an diesem Konzept noch ein bisschen weiter feilen muss. Ja. So, und wir kommen jetzt aber wieder zu...